herzlich willkommen zur neuen Folge Sky Factory 3, zur kleinen Aufklärungsfolge. Und zwar habe ich einiges gemacht, offscreen. Ich habe die letzten zwei Tage nebenbei ein bisschen gespielt, weil ich auch meine Mehrwertsteuer machen musste für mein Geschäft und da konnte ich mich nicht die ganze Zeit wirklich spielen, um aufzunehmen. Dementsprechend habe ich viel offscreen ein bisschen gespielt, gemacht und getan. Und eines davon ist das hier. Ihr seht schon, das ist die... Ja, die Siebstation, wie wir sie früher hatten, allerdings ein bisschen modifiziert, weil ich hatte immer das Problem, dass gewisse Erze leider, oder gewisse Sachen im Ofen gelandet sind, die nicht rein hätten sollen. Zum Beispiel wurde mein Diamanten zu Chips verarbeitet oder Kohle wurde auch gebrannt im Ofen, obwohl es eigentlich rein filtertechnisch gar nicht passieren hätte können oder dürften. Und jetzt habe ich das Ganze umgebaut. Wir haben jetzt die neuen Ender-Leitungen. Kann ich kurz zum Zeigen mal. Ja, ja, ihr seht Chicken. Ich bin hier ziemlich was am Machen gerade. Ender-Leitungen. Wir haben nämlich jetzt. Wo sind sie? Jetzt bin ich blind. Oder machen wir so. Wir haben die neuen Item-Leitungen. Wir haben jetzt die neuen Item-Line-Conduit, die wir eigentlich aus Pulsieren Nuggets bekommen. Diese können wir mit Eisen und Enderperlen machen. Enderperlen kann ich auch genug. Ich habe sie im Magic Crop Farm, habe ein Seed von unserem Dragoo bekommen. Vielen Dank dafür. Daher haben wir genug Enderperlen, um das hier das zu machen. Haben wir auch die neuen Stromleitungen jetzt auch Ender. Somit können wir, die haben den Vorteil, man kann wirklich in einem Block beides hier hinstellen. Also ich habe das gleich wie früher, nur habe ich jetzt das gemacht, mit diesen Leitungen. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen umgestellt, jetzt wird wirklich hier aber nur das reingelassen, was sollte. Und dementsprechend geht es weiter, das Überschüssige wird hier zwischengespeichert in diesen Fässern hier. Ich habe schon 214 Stacks Sand, ach du Kacke. Die sie bearbeiten alle. Unterbrochen. Dann geht es weiter. Die Erze werden, also hier geht alles runter. Die Erze werden hier absortiert, also die Crushed Dinger. Hier gehen dann hoch in den Crafter, wo sie zu Erzen verarbeitet werden. Im Crusher werden sie dann wieder zu Stau verwandelt, dann wird es unten wird gebrannt und dann wird es absortiert. Die anderen Sachen, die hier wie Crusher Black Quartz, Allodium Dust und Quartz, also angereichtes Eisen, wird dann hier ebenfalls eingesammelt und dann rüber zum Brenner transportiert. Ich habe das mit Drawers gelöst, weil ich so die ganzen Filter sparen kann, die man sonst bauen müsste und so um einiges billiger ist. Ja, dann habe ich hier rundherum ein bisschen was gebaut. Ja, hier habe ich auch dementsprechend eine M-Power Station gebaut, weil ich gewisse Teile brauchte, die man nur mit M-Power herstellen konnte. Ich überlege auch, für was das schon wieder war. Ach, das war für der Farmer, für die Crop Farm dementsprechend. Die Lama-Generation, also Energie, ist langsam ein bisschen kritisch bei mir. Teilweise geht sie bis auf 311 runter. Es reicht noch, aber sie ist schon ein bisschen heftiger. Hier hinten habe ich gesehen, das Sand kennen wir schon. Ich habe es hier auch was Neues hingebaut. Wir haben jetzt hier einen Endertank, der ebenfalls Wasser speichert. Dieses Wasser wird dann direkt hier rüber transportiert. Ihr seht, hier ist auch ein Endertank. Das Wasser poppt gleich auf. Zack. Und somit wird dies hier gespiesen, um die Clay-Produktion in Gang zu bringen, ohne dass ich hier die ganze Leitung bis rüber ziehen muss. Ja, allerdings seht ihr, Clay ist gerade voll, das werde ich dann noch ein bisschen ändern. Ich habe schon andere Pläne dafür. Wahrscheinlich werde ich den Ort noch ändern, wo es jetzt steht. Vermutlich werde ich es sogar da hinten reinbauen, weil ich entsprechend schon was Neues gemacht habe. Die Schmiede, die ist inzwischen eigentlich nicht mehr, ja, ich brauche es ja nicht mehr. Ich habe noch Leitungen, die nicht mehr funktionieren, also nicht mehr gebraucht werden. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich das Lava-Becken dann erweitern in diese Richtung. Ist das neu? Ach, er hat eine Farm gebaut, der Lord. Okay. Zuckerrohr, gehe ich davon aus. Okay. Da war doch ein bisschen tätig heute.
Gut. Ihr seht, ich habe jetzt auch die Wände gezogen. Es wurde schon ein paar Mal bemängelt, dass man bei mir so leicht runterfallen kann. Das kann ich nicht hören. Habe ich jetzt auch durchgezogen. Hier habe ich mal eine Mauer angefangen zu ziehen. Ich wollte hier zuerst zumachen und auch noch diese Schächte. Habe mich dann anders entschieden, weil, ich habe gedacht, ich könnte das Foyer hier ändern. Ihr seht schon, es hat sich hier ein bisschen was getan. Ich habe hier ein Außenlager gefahren zu bauen, wo ich die Sachen lagern möchte. Das hier soll alles noch weggehen. Der brauche ich ja nicht mehr in dem Endeffekt und die Siebe brauche ich eh nicht mehr. Dementsprechend brauche ich die Bäume brauche ich auch nicht mehr. Ich habe inzwischen schon eine automatische Baumproduktion. Wir haben schon 32 Stacks voll eigentlich. Ihr habt schon gehört, das ist meine Produktion. Nämlich, ich habe nämlich Hühner, die Holz unter anderem herstellen. Zurzeit habe ich Hühner für Eisen, Kohle, Flint, Tintensäcke, Dünger, ist klar, und Knochenmehl. Ich will noch zeigen, wieso. Ich habe mal ein Solarium-Ingot gebraucht, um einen Deckel herzustellen. Das brauche ich dann für Mob-Chunks, um Mob-Essenzen herzustellen, um zum Beispiel eigentlich war die Idee, ein Skelett, eine Skelettfarm zu machen, um Knochen zu bekommen. Werde ich mal sehen. Wann wir, wie, wo, was. Das hier wird dann auch noch abgerissen entsprechend, weil hier kommt eine Mauer hin. Entsprechend kommen hier alles Kisten hin, wo sie dann zum Absortieren von den ganzen Barren. Das wird später. Das wird cool, mit den neuen Leitungen geht das echt schnell und fix, das Ganze zu transportieren. Die Mobfarm ist immer die gleiche eigentlich, da hat sich nicht viel geändert. Wir noch Monster drin, einiges. Wir haben hier auch ein bisschen wieder an Rohstoffen bekommen. Ihr seht die ganzen Junk-Items. Die Kiste ist voll. Muss ich mal auch erhöhen, an wo es so wie es aussieht. Also eigentlich nicht Schlag, kommt ja nichts raus. Okay. 10% für den Experiment Junk. Okay, ich habe schon 20%, 30%. Ja, ihr seht schon. Wir haben noch ein paar seltene Sachen gefunden. So, dann gehen wir zuerst mal um diese Ecke hier. Wir gehen mal hoch zu unserer Magical Crop Farm oder Crop Farm einfach. Wobei ich oben Stockwerk sieht noch so aus. Ich sehe, ich habe nicht so viel gemacht. Die Wand habe ich abgerissen. Hier stehen noch ein paar Erzkanister, die ich aber noch nicht umsortiert habe. Hier haben wir noch ein bisschen Rohstoff, die müssen wir auch später absortieren. Und die haben auch ein paar Barren noch. Die müssen auch ebenfalls noch absortieren, aber hat alles seine Zeit. Gut, dann, ich sehe, ich habe ein bisschen mit Quarz experimentiert. Dann kommen wir rüber. Hier ist jetzt meine Farm, die ich angefangen habe zu bauen. Die am Anfang habe ich mit Meta Storage gebaut, die waren dann extrem schnell voll, weil mir die am Anfang fast viel zu schnell eingestellt hat. Wirklich nur tak, 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 also extrem schnell hat es gefahren. Und wir haben es auf das langsamste, das möglich war, eingestellt. Und jetzt geht es doch einigermaßen gemäßiger voran. Aber natürlich, wenn es voll ist, ist es voll, oder? Sofern er abpumpen könnte, würde er abpumpen. Aber ihr seht schon, ich habe hier entsprechend Limite gesetzt. 32 Stacks, das reicht vollkommen. Also man braucht ja nicht so viele Erze. Wenn ich das was rausnehme, wird hier gleich alles abgeerntet. Und die kriegen eh so extrem viel Saat raus. Naja, mal sehen. Hier haben wir Lederverarbeitung. Ihr seht schon, wir haben hier auch Leder schon. Ja, wir haben schon 5 Setzlinge und fast einer. Endersensen, das meinte ich mit der Ende. Wir haben genug. Kommen hier auch Enderperlen raus. 14 Stacks bereits. Wunderbar. Hier werden Nestfelder sein. Wahrscheinlich Obsidian, weil die Sachen habe ich noch. Hier haben wir Nether-Essenzen für Netherracks. Das läuft von dem gesehen. So, jetzt geht's hier rüber. Das bin ich nämlich zurzeit dran. Ich baue mir gerade eine riesen Hühnerfarm auf. Da die Hühner ja, man die Hühner ja entsprechend, ja, soll ich sagen, züchten kann. Hier sind meine Inksack-Hühner. Die droppen halt Eier und auch ab und zu Säcke. Ich habe jetzt mich entschieden, immer 5 Hühner zu halten. Warum 5? Ganz einfach. Ab und zu braucht man Hühner, um zu kreuzen. Dann nehme ich auch eine raus. Ich habe extra hier Doppelhof gemacht, da kann ich eins rauslocken oder gegebenenfalls das andere reinstoßen und dann kann ich das entweder drin lassen oder dann mit dem Saatgut rauslocken in einen anderen Vorgarten, um dann die Hühner zu züchten.
So, ich war nämlich hier gerade dran an einer Zucht und zwar an. Ich. Warte mal, ich habe eins, war schon erfolgreich. Hier haben wir ein Lead Chicken. Das wurde erzeugt durch die Verbindung von Kohl und Eiern. Vielleicht mal das mal ein Eiern und ein Kohl zusammen mal paaren und hoffen mal, dass wieder ein Lead rauskommt. Habe jetzt echt Glück gehabt, kam es wirklich ein Lead raus. Weil das ist mir auch nicht ganz so sicher, weil wenn ich jetzt schaue, Lead. Also bei EI-Lead, ja. Ein Lead Chicken. Da. Ein Lead Chicken hat bei Paarung von Iron und Coal hat 17% Chance, eins zu geben. Und wir sehen, wir haben jetzt tatsächlich zwei Lead Chicken. Tatsächlich. So, das heißt, jetzt müssen wir die Alten töten. So, das mache ich einfach darum, dass ich die besser jetzt rausziehen kann und ohne sie vermischen. Mache ich auf. So, jetzt holen wir die raus, die beiden Lead Chicken. Hallo, kommt schon. Genau, jetzt kommt ihr mit. So, ich habe für euch einen schönen Stall vorbereitet. An der Ende. Hier. Komm, ich komm schön mit, komm mit, schön mit. So. So, zu. Und hier rein. So. So, jetzt haben wir hier nämlich die Lead Chicken sehr gut. Dementsprechend ein neues Haus. Wow. Scheiße. Ach, das war das erste, klar. Na gut. Sehr gut. Ein neues neue Huhnart. Die Zombies, die sind hier in der Monsterfarm unterhalb von uns. Jetzt haben wir hier aber noch weitere Ställe, die ich bereits gebaut habe, vorbereitet habe, die aber noch nicht besetzt sind. Das werden wir jetzt natürlich dann schon bald machen. Ich werde jetzt mal schauen, was ich noch alles züchten kann. Es gibt ja so extrem viele Hühner. So. Okay, hier sind nämlich alle Ställe schon bereit zum Beziehen. Das ist übrigens Glowstone, mit dem ich Schüssel bearbeitet habe. Okay, gut, dann schauen wir es mal kurz an. Wir haben jetzt, wie gesagt, die Lead werden noch vergrößern. Ich glaube, wir haben sogar hier noch was zum Ver. Wir haben hier 5 Eisen, okay. Die tun übrigens tatsächlich Eisenbahnen droppen, also nicht nur Erz, Eisenbahnen. Also wir sind gleich fertig. So, Eck. Ach so, ist ja speziell, ne? Chicken. So, okay. Die bone-weißen Hühner haben wir. Orange Chicken, Magenta Chicken, das sind ja ganz farbenen Hühner. Die müssen wir auch noch züchten später, weil wir teilweise auch die Farben brauchen, um gewisse Hühner zu bekommen. So, Ink, Emerald zum Beispiel. Brauchen wir Diamant Chicken und ein Kaktusgrün. Da könnt ihr mal schauen mit ein Glas Chicken. Nether Quartz, Redstone Chicken, okay. Nether Quartz, können wir das auch so? Es gibt kein Rezept dafür. Nether Quartz Chicken. Nether Quartz. Wir versuchen es mal. Wir holen uns mal kurz ein bisschen Nether Quartz. Das ist echt so extrem voll. Ich werde mal die ganzen Farm-Dinge, die ich hier schon vorbereitet habe, mal reintun. So, Nether Quartz. Versuchen es einfach mal. So. Vielleicht geht das ja sogar. Brauchen wir Stack Eier. So. Falsch. Das hier. Oh je, wieso kriegen wir kein Nether Quartz Chicken raus? Gibt doch kein Rezept dafür. Das ist natürlich jetzt natürlich ein Rohrkrepierer. Nether Quartz. Ja, das ist jetzt scheiße. Wenn wir die nicht rausbekommen, können wir gar kein Diahüter machen. Weil wir die brauchen zum ja, zum Kombinieren. Ein Clay-Huhn.
Ein Sand Chicken, Snowball Chicken. Lapis Blue. Wir können mal. Ich würde wirklich sagen, was wir wirklich gut brauchen könnten. Können wir direkt herstellen. Glowstone haben wir bereits eigentlich. Redstone auch. Clay. Graphit. Diodorium. Smart. Coal. Slime. Water. Was droppt denn Water Chicken eigentlich? Fragen. Ein Blood Chicken. Slime und Red Chicken, Blood Chicken, okay. Aluminium, Kobalt. Ardit, okay, sind die ganzen Gunpowder, Flint, Snowball. Ein Lava Chicken. Ich kann keine Sand Chicken. Ja gut, wir könnten mal Sand Chicken machen, ne? Einfach mal so, weil wir es können. Hallo? Okay. Oh, es hat doch geklappt, irgendwie. Das hat ja auch immer das passiert. So. Also. Dafür müssen wir nämlich nur die eine Mitte Sand rundherum. So, jetzt haben wir schon 8 Sandhühnereier. Und jetzt müssen wir kurz unser Nest klauen von irgendwo. Wir haben teilweise ihr Nest nämlich drin. So. Okay, jetzt habe ich alles voll. Ach, Hühner missbrauchen nicht so. Ja, hier können wir auch rein. Meinst du, die werden automatisch absortiert? Natürlich das Zeug sich, das nicht da rein gehört. So. Okay, dann können wir nämlich jetzt hier rüber gehen. Hier reinsetzen. Und wenn wir können natürlich auch sagen, wir versuchen auch hier reinzuwerfen und dass eins rauskommt, haben wir halt nur eine bestimmte Chance. Oder wir legen diese Nester rein. Da kann man rechtsklick nämlich aufs Nest und das Huhn ist gleich gespawnt. Bei normalen Eiern geht es eine Weile, bei den. Ja, man kann die auch nicht werfen, hier, die spezielle Eier. Man kann die rechtsklick nicht werfen. Jetzt kommen ja auch gleich Hühner raus. Teilweise wachsen sie gleich, wenn sie übereinander gestapelt sind, nicht schlecht. Okay, hier könnte ich gleich mal. So. Tun wir ein paar hier draußen platzieren, einfach weil wir es können. So, okay, haben wir Sandhühner. Sehr nice. Okay, was habe ich dir da geschaut jetzt? Wieso komme ich auf das jetzt? Ich bin Lava Chicken, nee, ich bin Lava Chicken. Nether Quartz. Das geht aber nicht. Wie kriegen wir Nether Quartz Chicken? Ich schaue mal kurz in Google. Google, Freund, Helfer. Minecraft Nether. Nether Quartz Chicken. Recipe. Oh, anscheinend ist das Problem schon bekannt. Was? They can spawn Nether? What? So anscheinend können Hühner im Nether spawnen, wie geht das? Normal. Okay. Moment. Willst du sagen, wenn wir Hühner spawnen in Nether, dann. Das wäre natürlich was ganz Lustiges. Mal kurz.
gut, das Problem ist nur, wenn ich den Huhn im Nether spawne. Müssen wir natürlich schauen, dass wir dann fast keine Blöcke so. Die Blöcke halt. Okay, ich muss mal kurz in den Nether rein. Bin gespannt, was da jetzt kommt. Ich weiß, wir haben ja nicht viel Nether den Platz. Geil wäre es natürlich, wenn wir gleich abgeschossen werden. Also, wäre natürlich nicht geil, aber. Also sieht echt nichts. Bin gespannt, ob die Hühner was spawnen hier drin. So. Okay. Das gab nur Hühner, ey. Normales Huhn. Das ist eine Prozentchance. Ja gut, es gibt eine Prozentchance, dass das Huhn rauskommt, ja. Oh. Nee, das funktioniert mal sicher mal nicht. Ja. Da fragt mich echt, entweder ist es ein Bug oder ein Problem. Ich glaube kein Rezept dafür, oder? Netherquarzun, ein Netherquarzun. Gut, eine Möglichkeit wäre noch, wenn ich das Huhn mit Blöcken verwende. Also ist auch kein Huhn bei mir im Moment. Was Sinn macht, weiß ich zwar nicht, aber mal schauen, wir haben ja Quarzblöcke von Eva gesehen. Nix. Ja, das ist wohl echte Querschläge, ne? Vielleicht jetzt hier ein Trick in wir. Tier 1 Hühner sind Flinthuhn, Schneeballhuhn, Schießpulverhuhn, Netherhuhn, Lauhuhn. Ja, aber wenn man schon das Netherhuhn nicht überhaupt machen kann, haben wir ein Problem natürlich. Ich kann hier ein bisschen schauen in der Info, ob jemand das gleiche Problem hat wie ich zum Beispiel. Der Fehler war mit den Hühnern. Es sammelt nur Gegenstände aus Smart Chick, nicht normale Hühner. Okay, das war was anderes. Anders als das Unterquarz sind die Tierhühner, die angeblich zu Leichen natürlich sind, nicht. Ja, was sind Quarzhuhn? Aber irgendwie. Ich stehe nicht zum Quarzhuhn. Na gut, ich würde sagen, wir machen mal hier jetzt eine Pause. Wie gesagt, ihr habt jetzt mal einen kleinen Überblick bekommen, was inzwischen gemacht wurde. Ich mache mir ein bisschen schlau über dieses Huhn, ob das irgendwie doch geht. Und da sehen wir uns wieder. Bis dann, tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.